Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Giveaway-Opening und zwar endlich ist es soweit, wir verlosen endlich die Booster, Pieces, Samklumander oder Shigi. Mega geile Kommentare, wir werden hier ein paar vorlesen. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Da haben wir jetzt die Box, jeweils ein Booster mit Promokarte, geht an euch und es waren wirklich mega geile Kommentare dabei. Also wir werden auch so ein paar vorlesen, weil es waren wirklich viele. Genau, und richtig. Es sich ein paar coole raus zum Beispiel. Genau, zum Beispiel da die Carina Klug, 5218, ich habe mit der roten Edition begonnen und mein Starter-Pokémon war immer Shigi. Ich finde immer noch Wasser-Pokémon extrem stark, Herz, also wirklich mega coole Story. Und viele Leute haben sehr leibende Stories reingehaut. Dann da zum Beispiel auch hat einer geschrieben, der Monasteria 1635 mit Hashtag Glumander, Starter war immer Glumander, lange ist es her, jetzt bin ich mittlerweile 35, ja. Also uns geht es nicht viel anders, wir sind auch 90s Kids und erzähl meiner Tochter davon. Also das ist wirklich... verbindet halt Pokémon von früh bis jetzt, also immer richtig, richtig. Ich habe eh auch versucht, so gut wie es geht, Leuten zurückzuschreiben, mit denen auch einen Talk gehabt. Wer Linkabel gehabt hat, war auf dem Schulhof, ja, der Hero. Das war auch mega stark. Oder was haben wir noch zum Beispiel? Was haben wir dann noch zum Beispiel? Da Shigi war von Anfang an mein Favorite. Hatte als Kind eine Schildkröte, mein eigenes Shigi. Mittlerweile habe ich ein Kuscheltier von meinem Liebling. Also wirklich auch mega stark. Dieser 1461. Geiler Schildkröte, und dann ist das Shigi. Ist wirklich stark, ja. Dann suchen wir nochmal, wo ist das? Bisasama. Bisasama, mal da zum Beispiel. Vom Taylor 1992. Hashtag Bisasama auf der roten Edition. Auch das waren die schönsten Zeiten, also schöne Zeiten. Ja, das waren wirklich. Ich kann mich noch erinnern, damals, wie gesagt, mit, weiß nicht, wie alt waren wir da, 5 bis 10 Jahren. Ja, 8, gesuchtet, 9 herum, ja. Das Spiel ohne Ende, Wahnsinn. Ja, oder auch noch Corinna Klein, 85, Bisasam war mein erster Starter und es bleibt der Beste. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, Nino, warum du das sagst. Vor allem, es sind auch sehr viele Shigis und sehr viele Bisasam. Ja, also ich habe wirklich, hab wirklich gedacht, dass viele aufgrund von Glurak Glumander nehmen, aber es war nicht so. Da, wo haben wir noch ein cooles Kommentar? Ich meine, ihr müsst euch das selber auch mal einfach mal durchlesen, genau. Was die Leute schreiben, richtig nice. Dann schauen wir noch ein bisschen ein längeres Kommentar, um eins finden. Nochmal ein Shigi. Da kommen alle drei vor. Vom da zum Beispiel der Kinet1C hat geschrieben, Hashtag Bisasam war mein allererster Starter auf den Gameboy in der blauen Edition. Bei mir war es damals zum Beispiel auch Bei mir war Shigi damals in der blauen Edition. Damit begann meine Reise ins Franchise. Ja, cool. Würde mich aber auch über Shigi und Glumander freuen. Ja, also wie gesagt, hätte halt auch gern beides, aber bei ihm war zum Beispiel auch Bisasam der allererste Starter, also nicht Glumander. Aber das Kommentar ist super, weil er hat jetzt die Möglichkeit auf alle drei, weil er alle drei Hashtags drin hat. Also 10.000 IQ hat er da gestartet. Dann schauen wir, wer hat dann noch ein Glumander oder so? Glumander, was haben wir da noch? Glumander, Starter war immer Glumander, lang ist es. Achso, das hast du schon vergessen. Oder das ist auch cool, finde ich auch ein cooles Kommentar. Von Pazimon 1201984, definitiv Shigi, habe damals mein Gameboy gezockt, natürlich die Serie geguckt und erst vor circa einem Jahr mit meinem Sohn wieder in Spielen und Sammeln angefangen. Also das, also ich finde diese Übergreifung von jemand, der das früher gezockt hat und 20, 30 Jahre später mit seinen Kindern genau dasselbe mitmachen kann, also richtig ein cool. Ein Paradies für Kinder. Ja, also ich würde sagen, sowas ist wirklich was Pokémon verbindet. Das ist wirklich stark. So, und jetzt gehen wir ins Giveaway rein. Genau, und schauen wir, wer von euch welche drei glücklich sind und das gewinnen können. Machen wir das mal auf. Macht zuerst einmal auf. Ich tue dabei alles einrichten. Und wir fangen natürlich mit Bisasam an. Genau. Und ja, dann ihr könnt da alles... Und dann ist Shigi. Genau. So, schauen wir mal, wie viel... Beziehungsweise macht zuerst nochmal die Übertragung. Genau, damit ihr es seht. Genau. So. Also wie gesagt, das erste wird sein, Booster ist fürs Bisasam, zweite Booster ist fürs Glumander und dritte Booster ist fürs Shigi. Shigi, 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 Shigi. Und dann Code, den werden wir so rausgeben, also den gönnt ihr euch so, wer das hat. Dann haben wir da das Shigi und das Glumander. Und wir werden die Booster öffnen und wir haben natürlich, damit ihr es auch dann seht, dass es alles bei euch ankommt, beziehungsweise wir haben da Zettelchen und Sleeves. Das heißt, wir werden Namen draufschreiben, wer gewonnen hat, werden das verschweißen und es wird dann auch das genauso sehen. Genau, dass da nicht irgendwie heißt, ja, man hat das zuerst geöffnet und dann so und so, sondern wirklich jeder genau das live bekommt, was er gewonnen und, hat. Und es könnt ihr uns nicht nur über Instagram schreiben, sondern über Facebook oder E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse findet ihr bei den YouTube, bei den Infos, steht drinnen. Oder TikTok.
Oder TikTok. Ja. TikTok kann man schreiben. Ja, kann man auch. Hast du gewusst, dass man früher auf YouTube Nachrichten schreiben hat können? Ja, das ging früher. Das ging früher, ja. Aber auf jeden Fall, da haben wir mal, fangen wir natürlich nach 3 Jahren. Bisasam als ersten. Das heißt, wir werden jetzt einen Hashtag Bisasam auslösen. Genau, Bisasam. Oh. Ist schon drinnen, weil wir es ja ausprobiert haben, vorher zum getestet. So, dann gehen wir rein. Continue. Wir haben ladet Kommentare. 18 Kommentare, ja. Ja, Bisasam. Pick a winner. Und der erste Gewinner ist... Ein Herr ja hat gewonnen, Bisasam. Bisasam war auch mein Starter. Herzlichen Glückwunsch. Schreiben uns auf Instagram oder E-Mail. Und dann schauen wir rein, was der... Schauen wir nochmal ein Herr ja. Genau. Ein Herr ja. So. Die werden wir natürlich sleeven. Machen wir mit Visa. So, switchen. Ach so, ja genau. Hoppla. Hopp, damit ihr seht. So, da haben wir den ein Herr, ja. Und gehen wir rein ins erste Booster. Mhm. Ich gebe auch mal ein bisschen eine Hülle auch da mal für das Leaser. So, hopp, die Gewohnheit, ein Code geht auf uns, sorry. Ja, wir schicken dir einen anderen Code vielleicht zu. Genau, noch welche. Und es fängt schon mal gut an mit einem Pikachu. Passt schon mal drinnen. Pikachu. Ja. Und gönnt's den Leuten, auch wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt, so diesmal nicht gewinnt, gönnt's den Leuten ihre Preise. Mhm. Weil dann werden wir sowas auch öfter machen. Wir wollen auch viel zurückgeben an die Community. Das auf jeden Fall. Immer mega cool. Wir wollen sich abheben vor allen anderen, die was sonst nur verticken auf diversen Plattformen. Gengar schon mal in Holo. Ist wirklich cool. Stark. Was haben wir dahinter? Ist eine Illustration Rare. Was gewinnt er? Stark! Was? Eine Special Illustration Rare Turtok geht beim Bisasam raus. Oh mein Gott! Das ist stark, das ist insane! Gratulation jetzt schon mal! Ja, bei uns könntest du ordentlich was gewinnen. Mega, stark. Mega kranker Hit. Und ein Arktos. Und Basisenergie. Also Wahnsinn. Mega starker Hit. Wahnsinn! Gratulation an den ersten Gewinner. Hat ein Turtok EX Special Illustration Rare gewonnen bei uns. Wahnsinn! Mhm. Also richtig schönes Artwork. Die wird im Toploader verschickt, hätte ich gesagt. Ja, die kommen in den Toploader. Ja. Das ist wirklich stark. Richtig, alles richtig vorbereitet. Weiß. Und die anderen kommen. So. In eine Sleeve. Genau. Aber ich tue die noch double sleeven. Ja, genau. Also starker Hit. Da reißt es mir gleich bei so einem Hit. Also das ist schon not bad für den Start. Also ja, bei uns könnte es ordentlich was gewinnen. So, double gesleeved mit Post-it, damit ihr es dann schön rausziehen könnt. So sleeven wir die immer. Es kann sein, dass wir es vielleicht für die Verpackung noch etwas umändern, aber genau, soll sich aber so ausgehen. Geht das alles aus. Also Wahnsinn, der erste Mega Preis. Hit. Ja, Codekarte habe ich leider herzeit, geht trotzdem rein. Seid zu fair, löst das nicht ein. Es wird sicher eingelöst. Es wird sicher, aber trotzdem. Starker Hit, gleich am also, Anfang. Geht gleich mal extrem heftig los. Mhm. Dann zoomt man sich ein Glumanda-Gewinner aus. Genau, das heißt, ich muss da mal kurz aktualisieren. Das heißt, wieder mit Keyword. Psst, Wahnsinn, Wahnsinn. Glumanda. Ich gönn's an jeden, ich gönn's also, wirklich an jeden. Also das ist echt heftig. Mhm. Aber jetzt sehen wir auch, wie viele Kommentare. Bei Bisasam haben wir 18 gehabt, bei Glumanda haben wir jetzt 23. Ja. Also da hat man ein bisschen Statistik auch noch. Dann pick a winner. Und wer gewinnt? Der Kaiser. Ja, das ist der, was drei Hashtags drinnen gehabt haben. Coole Aktion von euch, hat Hashtag Bisasam, Hashtag Glumanda und Shigi. Hat seine Gewinnschatz verdreifacht durch das. Ja, dann hätte ich gesagt, geh rein. Aber heißt das nicht, wenn du es nochmal gewinnen wirst? Nein, genau, also du kannst nur einen Booster gewinnen, ja. Genau, da hat er den Kaiser mit Hashtag Glumanda. Mach mal Glu, dann habe ich auch nur Bisa. Genau. So. Schallert das nächste Pack auch das, so. Also das ist insane. Das war wirklich schon krank, ohne Witz. Mhm. So. Ah, wunderschön, auch Centering top bei der Karte. 6, das könntest nur bei uns gewinnen. Ja, aber wer macht das sonst? Wie viele wirklich andere YouTuber, andere Twitch-Streamer gibt es? Bitte, gebt uns Bescheid, schreibt uns in die Kommentare, hey, wir haben einen Gewinn erhalten, oder schreibt uns auf Instagram, hey, mega cooles Ankommen. Ja. Das wäre wirklich wichtig, damit wir auch ein bisschen Feedback über das Ganze haben. So, der Kaiser beginnt mit natürlich Glumanda. Schallert jetzt wieder rein. Abitag. Das ist halt wäre schon nettig. Knofenser, Carpador, dann Myrabla, Sarzenia. Dann großer Luftballon, Rassaf,
Dann greif an. Den haben wir noch nicht gezogen. Haben wir noch nie gezogen. Da gleich in Reverse. Ja. Also dürft auch. Ist auch spielstarke, gute Karte. So, und kann einen ersten Hit haben. Ein Mushas in Reverse. Heißt nichts. Es kann auch Holo-Energie. Kann auch immer zwei Hits dahinter sein. Richtig. Ja? Als nächstes kommt ein Chanera. Aber cutes Artwork. Richtig nice. Und hat er noch eine Holo-Energie? Ja! Da hat er noch einen Holo-Hit. Sehr schön. Geht auch um einen Euro die Karte. Also ja. Nicht schlecht. Und auch die Brummer-Karte auch noch. Wird auch noch etwas wert sein. Also auch sehr schön. Der Holo-Hit. Na ja, bitte, aber kann auch schon wieder. Was. Ja. Auch wieder einige Hits mit dabei. An den Kaiser. Schade, dass nicht beim Shigi-Booster das Turtok war. Das ist halt... Das gibt halt irgendwie solche, wie soll ich es nennen, solche Base-Set-Openings-Momente. Ja, man versucht ja. In dem Pack, weil man hat immer gesagt, im Bissersam... Im Bissersam-Booster war ja, immer das Turtok drinnen, ja. Genau. So. Ob das jetzt dann wieder so ist, mal schauen. Du bist der Meister auf Verpackung. Und dann war das. Aber bis jetzt dabei, jeder hat was bekommen. Alleine wenn man so eine Collection also, sich holt und das so. Aber der erste Gewinner, also das Specialist Ratio Tutor ist halt schon insane. Das ist heftig. So, und dann last but not least, holen wir sich ein Shigi ran. Schauen wir. So, das waren jetzt 18, 23 und. Ja, so und wissen wir noch nicht. So, da kommt jetzt Hashtag Shigi. Continue, wie viel haben wir davon? 25! Shigi ist der Gewinner! Okay. Jetzt hier euch das dachte. Aber es ist ziemlich ausgeglichen. Ich meine, Schatten wir auch Shigi. Shigi. Mhm. Aber Pikmin Winner. Pikmin Winner, ja. 2, 1. Und what? Tupelu TU-15-4. Hashtag Shigi. Warte, lesen wir da. Habe mit ihm begonnen in der roten Edition. Fand auch Turtok von Anfang an geiler als Glurak. Ja. Ja, geht mir genauso. Also ich habe auch damals Brawl Edition Shigi bekommen, das heißt der Tupolev. Ah, warte. Schau mal nur so. Tupolev. Und da 2154 mit Hashtag Shigi. Shigi. Shi. So. Ishi it, das heißt, geht mit. Bei uns lernt es noch was. Wahnsinn, Wahnsinn, also erstes Booster Charlotte. Code, nicht vergessen. Ja, der Legendkraft-Zeiten. So, dann gehen wir rein. Können wir nochmal was drittes picken, das wäre doch insane, wenn alle drei gewinnen würden. Ich würde auf jeden Fall allen gönnen. Sind so schon Gewinner. Stell dir vor, wir haben ein Gottpack für einen Zuschauer. Das wäre zu spät. Sandan, Nidoking ist aber eine Rare. Aber Holo ist ein guter Reverse, selten eigentlich. Ja, und Aquana, haben wir noch eine Energie dahinter. Ja, gibt normal. Aber ja. Auch, ich muss sagen, Aquana und Nidoking sind starke keine Hits. Ja. Und Shigi auch mit dabei. Also mega stark. Es haben auf jeden Fall 2 von 3 Boostern gegönnt. Mega gegönnt sogar. Ja, also das ist also echt. Und schreibt doch natürlich auch in die Kommentare, gratuliert dem Einherjahr zu seinem Special Illustration Rare Turtok. Das ist halt schon insane. Insane. Und ja, ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht und mit zum Spielen. Und wie gesagt, eigentlich wollen wir auch öfters so Giveaways machen und werden es auch in Zukunft öfter machen. Genau. Schreibt uns, wir werden auf jeden Fall jeden Gewinner noch in die Kommentare benachrichtigen, also antworten, dass sie gewonnen haben, damit ihr auch auf YouTube eine Benachrichtigung bekommt, hey, da ist was passiert. Und auch wenn ihr den kennt, also wenn ihr wisst, wer das ist und vielleicht ein Freund von euch oder aus der Familie wer kommentiert hat, schreibt es dem auch, weil ich sag mal, wir können das Ganze noch bis Freitag wegschicken, dann habt ihr es sogar nächste Woche und es ist jetzt egal, ob es aus Deutschland, Österreich, Schweiz seid, wir übernehmen komplett den Versand. Natürlich, sowas werden wir auch mal sicher verschicken mit Sendungsverfolgen. Genau, dass, richtig. Damit wir wissen, das ist auch wirklich angekommen, damit es auch seht und auch belegbar ist, dass das fair und alles mit rechten Dingen zugeht. Also wirklich herzlichen Glückwunsch an jeden Einzelnen, der gewonnen hat. Und wenn euch unser Content gefällt und wenn euch solche Videos gefallen, würden wir uns über Like, Abo freuen, auf jeden Fall ein Kommentar. Kommentiert auch andere Videos öfter. Also wir versuchen wirklich viel zum Antworten. Nicht jeder traut sich, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Set oder schreibt uns ganz einfach. Oder auch wissen wollt, lohnt sich das? Oder auch spielerisch, wollt ihr diese Karten spielen, soll man das spielen? Mhm. Kommentiert einfach, wir versuchen euch so gut wie möglich zum Antworten. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wie sie liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein!